So Leute, jetzt gibt es ein neues Video von Lidiro und nicht irgendwie Dinge, vor denen man Angst hat, Dinge, die scheiße sind, sondern was Positives, Dinge, die einfach nur nice sind. Leute, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und wir, oh, Untertitel hatte ich an, warum? So, wir legen los. Wenn das Ladekabel nicht mehr richtig funktioniert, aber man doch den richtigen Winkel findet. Oh ja, oh, das ist wirklich nice. Oder wenn man die Steckdose direkt trifft oder den USB-Anschlussdingens direkt rein da. Nice. Hey, hey Leute, mein Name ist Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute mit Dima. Hallo Dima. Dinge, die viel zu nice sind. Und damit meine ich solche Situationen, wie wenn man es zum Beispiel schafft, einen Schokoriegel zu öffnen, ohne dabei die Verpackung zu zerreißen. Nice. Was? Ist das, bin ich da, also, weiß nicht, ob ich das so nice finde, aber schreibt das gerne mal in die Kommentare, was ihr nice findet. Aber mich triggert es immer extremst, wenn jemand eine Verpackung unordentlich aufmacht. Oder wenn die Mikrowelle ausnahmsweise mal nicht nur den Teller, sondern auch das Essen mit erwärmt. Ja, Alter, was ist da manchmal los mit der Mikrowelle? Ich verstehe das nicht. Ich pack was in die Mikrowelle und irgendwie ist dann nur so die eine Seite komplett heiß, also auch von dem Gericht, und das andere noch kalt. Was mache ich falsch? Wieso Mikrowelle? Mach doch mal nicht diesen. Also nicht wie normalerweise, wenn ich meine Finger am Teller verbrenne, aber das Essen immer noch kalt ist. Oder mal etwas ganz Aktuelles. Wenn man nach einer langen Zugfahrt oder dem Einkaufen endlich mal die Maske absetzen kann. Der erste Atemzug in der frischen Luft, einfach unbeschreiblich. Oh, yeah. Scheiß Corona. Aber anders gesehen haben wir durch diese ganze Corona-Situation gelernt, uns auch über Kleinigkeiten zu freuen, auf die wir früher nicht mal geachtet haben. Das stimmt. Was meint ihr dazu? Habt ihr auch solche Kleinigkeiten, die euch... Also ich habe zum Beispiel es einfach noch mehr genossen, in der Natur zu sein. Muss ich einfach sagen, schön wandern gehen, dies, das. Jetzt eine riesige Freude bereiten? Apropos sich freuen. Kennt ihr auch dieses nice Gefühl, wenn ihr gut gelaunt von der Schule nach Hause kommt, die Tür auf... Gut gelaunt von der Schule nach Hause? Nein. War ja mal geil, Junge. Ich wusste jetzt. Jetzt kann ich mich schön an den Computer setzen und erstmal ein paar Stunden daddeln. Ah gut, bis dann plötzlich wieder Schule war und Hausaufgaben. Ah. Gott sei Dank. Gott sei Dank muss ich nicht mehr zur Schule. Schule ist wichtig, Leute. Versteht mich nicht falsch. Aber ich sag einmal, ich bin froh, dass ich nicht mehr zur Schule muss. Aufmacht und den Duft eures Lieblingsessens riecht? Nice. Besonders, wenn es dann auch noch Freitag ist und man gar keine Hausaufgaben über das Wochenende aufbekommen hat. Was? Also, ich glaube, ich kann mich an keinen einzigen Zeitpunkt erinnern, wo ich in jedem Fach, was ich hatte, keine Hausaufgaben fürs Wochenende aufbekommen habe. Nee. Also, das war unmöglich. Einfach nur nice. Oder noch besser, wenn es der letzte Schultag vor den Ferien ist. Oh, ja. Schreibt oh, übrigens in die Kommentare, was euer Lieblingsessen ist. Und ja, um solche einfach nur zu nice. Oh, das war so ein geiles Gefühl. Ey, dieser Tag vor den Sommerferien. Man wusste einfach, Junge, ich habe jetzt 6 Wochen frei. 6. Alter. Das war so ein geiles Gefühl. Oder auch selbst, wenn schon eine Woche um war, aber man wusste, Junge, ich habe jetzt noch 5 Wochen frei. In dieser Situation wird es auch in diesem Video gehen. Also lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben und hab ich ein Abo da und aktiviert das Glöckchen. Und let's go zu der ersten Situation. Erstens, vom ersten Versuch. Und selbstverständlich fangen wir mit der True Story Bro Situation an, die es nur gibt. Und die auch noch aktuell ist. Ich meine natürlich Mücken. Jeder von euch weiß ganz genau, wie nervig es ist vor dem Einschlafen, dieses eine... Oh. Geräusch. Ey, ich kann dieses Geräusch nicht ab. Ich hasse es. Ich hasse einfach Mücken. Ich weiß, ihr habt mich ja auch letztens aufgeklärt, die sind wichtig, weil sie sind Futter für andere Insekten. Trotzdem gehen die mir richtig auf den Sack. Und dann denkst du, sie ist weg. 5 Minuten ist Ruhe. Du versuchst einzuschlafen und plötzlich wieder... Alter. Ja, meine Aggression sieht auch gerade so aus. Und das, meine lieben Freunde, ist noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass sie sich sofort verstecken und es komplett ruhig ist, wenn man das Licht anmacht. Und die nervigsten Mücken sind die, die so klein sind. Weil egal, sind sie dir nicht egal ob groß oder die, klein. Die dich immer beißen. Ja, die Kleinen sind immer die nervigsten. Und dann schaltet man das Licht wieder aus, weil man schlafen möchte. Und es fängt von vorne an. Nice. Erst diese Mücke. Das habe ich noch nie geschafft, Alter. Ich glaube, ich habe noch nie eine Mücke erwischt. Dann die Wespen. Wieso kann das Leben nicht einfach sein?
Zweitens. Ja, endlich. Kennt ihr das, wenn man den ganzen Tag an einem Vortrag gearbeitet hat und danach voll die Rückenschmerzen bekommt? Und selbstverständlich spürt man dann auch seinen Po nicht mehr, weil man die ganze Zeit darauf gesessen hat. Ungefähr so fühlt sich das an. Und das hatte ich in der Schulzeit nicht. Ich merke aber, dass ich so nach so ein paar Jahren YouTube mittlerweile schon ein bisschen mehr auch teilweise einfach meinen Rücken trainieren muss, damit das da nicht zu Problemen kommt. Weil ich eben nun mal sehr, sehr viel Zeit am PC verbringe, logischerweise. Also in der Schulzeit hatte ich das nie, Junge. Ich konnte sitzen wie ein Weltmeister. Wenn jemand gut sitzen konnte, dann Paletto. Dann ist es soweit. Man kann endlich wieder aufstehen und sich strecken. Oh ja, so ist es gefühlt bei mir manchmal morgens. Nice. Ja, ich weiß. Viele von euch werden mir sagen, dass man zwischendurch Pausen machen kann oder sogar muss. Aber nein, das geht einfach nicht. Ich bin ja normal und mache selbstverständlich alles auf den letzten Drücker. Drittens, beim Friseur. Kennt ihr das, wenn ihr beim Friseur seid und während euch die Haare geschnitten werden, eure Nase zu jucken anfängt? Ja! Dabei dürft ihr euch nicht bewegen und dazu habt ihr auch noch diesen Umhang an. Ja, oh, ätzend, super. Aber jetzt kribbelt auch schon meine Nase. Aber nur wenn sie davon redet. Situation noch mehr verschlimmert. Ja, man kann dem Friseur natürlich sagen, dass deine Nase juckt, aber wir machen das nicht. Nein, ich rede doch nicht mit dem Friseur. Ich bin froh, wenn er ruhig ist. Zumal für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, die mich noch nicht so lange verfolgen. Ich bin jemand, ich schneide meine Haare selbst, weil ich eben dann doch die ein oder andere Enttäuschung beim Friseur erlebt habe. Und seit ich 17 Jahre alt bin, schneide ich mir die Haare selbst. Und ja, deswegen trage ich jetzt auch Cappy. Nee, ich war nur einfach, ich habe mir lange die Haare nicht mehr geschnitten. Ich müsste auf jeden Fall mal wieder ein bisschen rüber da. Wir sind ja keine Weicheier. Verdammt, warum ausgerechnet jetzt? Oh, ich werde es schaffen. Ich bin stark. Meine Nase juckt jetzt wirklich, Alter. Aber ja, dann zieht ihr diesen doofen Umhang aus und... Oh, nice. Dieses Gefühl der Erleichterung. Besser ist das ist wahrscheinlich nur, wenn man als Heimscheißer endlich zu Hause ankommt. Daumen hoch, wenn du das auch kennst. Jetzt mal ohne Witz, wer mag es denn, nicht zu Hause sein großes Geschäft zu verrichten? Ich muss sagen, am liebsten gehe ich zu Hause auf Toilette. Auf jeden Fall. Aber in der Schule habe ich es auch schon gemacht, wenn es nicht anders ging. Aber das ist ja nichts, also, ja. Bin ich dann Heimscheißer? Viertens, dieser eine Nachbar. Ja, wie viele von euch bereits wissen, ist mein Nachbar ein leidenschaftlicher Wendebohrer. Keine Ahnung, was er da die ganze Zeit bohrt. Mit den Wänden war er schon definitiv letztes Jahr durch. Aber egal, dazu ein anderes Mal. Mein Nachbar feiert einfach immer nur Partys. Und vor allen Dingen auch, während man sich nur mit zwei Leuten oder so, nee, mit einer Person, glaube ich, treffen durfte, war mein Nachbar da ordentlich am Party machen. Echt ein absoluter Assi. Jeden Morgen stehe ich mit dem wunderschönen Gesang des Bohrers auf. Ich frühstücke, ich putze meine Zähne, ich versuche mich auf meine Hausaufgaben zu konzentrieren und dann hört es endlich auf. Nice. Habt ihr auch solche komischen Menschen in der Nachbarschaft, die euch auf den Keks gehen? Und mein einer Nachbar hier, der hier direkt an meinem Zimmer dran ist, der ist cool. Der ist korrekt, aber der andere Nachbar, was direkt bei meinem Schlafzimmer ist, Junge, das ist der mich nervt. Fünftens, das ist einfach nur nice. Und im fünften Punkt habe ich für euch mehrere nice Situationen vorbereitet. Viel Spaß. Wenn jemand voll unerwartet mit der Kopfmassagenspinne euren Kopf massiert. Nein, passiert. Wenn der Lehrer sagt, dass die letzten zwei Stunden ausfallen werden. Nein, nie passiert. Wenn man endlich den schweren Schulranzen absetzen kann. Oh ja. Wenn man es schafft, ein Blatt gerade zu zerreißen. Nein. Wenn man in seiner Winterjacke Geld vom letzten Jahr findet. Oh, okay, keine 100 Euro, aber... auch nice. Nice. Wenn man sein Kissen auf die kühle Seite umdreht. Oh, nice. Ja, Leute, so viel zu dem Thema. Einfach nur nice. Schreibt auf jeden Fall eure nicesten Situationen in die Kommentare rein. Aus denen ich dann vielleicht einen zweiten Teil machen könnte. Oh ja, ich fand das cool. Das hat mir sehr gut gefallen. Leute, abonnieren und liken.